Tassen nicht habe, Chat. Ja? Aber für alle Leute, die jetzt auch Mittagspause haben und nicht genau wissen, was sie mit der Zeit anstellen sollen. Ich war beim Bäckereifachgeschäft und habe mich eingedeckt mit zwei Köstlichkeiten. Natürlich sind die nicht so gut wie die Produkte aus dem Hause Krogmann in Quakenbrück. Denn mein Bruder, ich habe es gestern schon bei Rocket Beans erwähnt, hat eine sogenannte Brötchenstraße bekommen. Damit sei es möglich, 4000 Brötchen in der Stunde zu machen. Das freut mich sehr, muss ich sagen. So, ich zeige euch mal, warte, ich suche mal ein Video, ob ich das... So, wo ist er? Egal, finde es nicht, ich bin schockiert. Ich habe mir auf jeden Fall mitgebracht von der Bäckerei ein sogenanntes Rosinen-Softie. Das ist ein... Oh. Hm. Das riecht gut. Und... Ich wollte eigentlich ein Milchbrötchen haben, musste mich aber, weil ich kann nur, ich erzähle euch gleich mehr, warum ich sowas esse. Und dann, weil ich kein Milchbrötchen bekommen habe beim Bäcker, habe ich mir noch ein Croissant mitgebracht. Seht ihr das? Ein feinstes Croissant. Es riecht butterig, aber es riecht auch ein bisschen, doch, es riecht eigentlich ganz gut. So, also, alles gegen die Bikini-Figur bei mir, aber... Ich habe nämlich seit vorgestern wieder mal, haben sie mir in den Zehen rumgefummelt, diese Ärzte der Nation. So, und irgendwann habe ich nur Kronen im Mund. Irgendwann sind alle meine Zähne abgehackt zu kleinen Stumpen. Letztens haben sie nochmal drei gemacht und davor irgendwie zwei. Also ich kriege meine Zähne überkront. Die Kronen kommen, Leute. Und ich vertrage das so schlecht. Jetzt habe ich so ein Provisorium hier hinten rechts drin. Und es ist furchtbar. Es zwickt und drückt und es tut weh. Aber ich muss ja was essen mit euch. Und die gute Laune ist trotzdem im Haus. Ich wollte es euch zeigen. Die gute Laune ist trotzdem im Haus. Ich zeige mal ein Foto. Also ich zeige mal ein Foto vom Liegen. Das ist einfach schön. Das sieht einfach... Da wisst ihr, wie real das ist. Das ist real. Leute. So, mehr zeige ich euch nicht. Ich kenne das nur zu gut. Püree hilft. Hachi, bitte dich. Jetzt mal keine Rippchen knabbern, aber so ein Schokos, so ein Rosinen-Softie, das muss doch gehen. Das muss doch regelrecht funktionieren. So, und das war auch diese Woche. Ja, und zudem, jetzt lasse ich es mal im Hintergrund schon mal laufen, weil mir ist das, ich bin wirklich, Leute, ich bin wirklich stolz drauf. Und zwar in einem gesunden Mittelmaß Stolz, glaube ich. Mit Luft nach oben an Stolzigkeit, aber schon sehr zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Und deswegen lache ich im Hintergrund mal jetzt ein Bildchen auf. Nämlich, warte, so. So. Zahnreihen in Gold, da würde ich mich sehr drüber freuen. Herzlich willkommen zu einem... So, da würde ich mich sehr drüber freuen. Zahnreihen in Gold. Also ich muss euch hier dieses... Ich muss auch ein richtiges... Hier zum Beispiel der hier. Warte. Ich brauche ein Hintergrundbild, was mich einfach hypt. So, das hypt mich sehr. Und jetzt gehe ich auf diesen Screen. Oh, das hypt mich. Aber ich will, warte mal, ich mache es noch anders. Ich will dieses Bild im Hintergrund woanders haben. Und dann müssen wir darüber reden. Ich muss da was loswerden. Copy? Kann ich es kopieren? Kopieren. Jetzt gehe ich hier in Achtung. Das ist so Future, wie ich abgehe hier, Leute. So. Jetzt hier einfügen. Wo ist es? Da. Den raus. Ja. Und dann. Hallo? Warum sehe ich es denn nicht? Oh, ich bin gar nicht so ein guter Streamer, wie ich dachte. Ich bin gar nicht so ein guter Streamer, Leute. Ach, falsche Quelle kopiert. Nee, dann bin ich doch ein guter Streamer. Dann ist doch alles gut. Ich dachte schon, ich wäre ein schlechter Streamer. So. Guck mal, so ist das Bild doch richtig gut zum Angeben. Ich mach's ein bisschen kleiner. So. Oh, ist das nicht schön. Guck mal. Guck mal, jetzt freue ich mich.
Leute, ich freue mich richtig. Ich freue mich nach wie vor darüber und ich kann es noch nicht so richtig realisieren. Ich möchte euch erzählen, Robert Trujillo, Bassist von Metallica, war bei mir in meinem kleinen, beschämenden Sprinter. Nein, das stimmt nicht. Das ist ein sehr schönes Auto. Ich liebe das Auto sehr. Aber es ist natürlich trotzdem ein dreckiges Auto, dreckige Kabine vorne, die nicht so richtig gereinigt ist. Und da war er drin. Und das ist einfach herrlich. Darüber freue ich mich sehr. Und jetzt fragt euch natürlich, wie kommt die ganze Sache zustande und wie hat das geklappt? Das ist eine Sache, an der ich sehr, 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 sehr lange gearbeitet habe. Wirklich unfassbar lange. Nämlich 2-3 Monate. Jetzt denken alle, okay, das ist gar nicht so lange. Doch ist es, weil ich das immer parallel gemacht habe und viel Zeit reingesteckt habe. Mit PDFs verfassen für einen Pitch mit mehreren Seiten, dem Management vorlegen, bei Universal das vorstellen und so weiter und so fort. Und bis wir dann wirklich eine Idee gefunden haben, die passt und wo die dann auch sagen, okay, das machen wir, da ist ganz schön viel Zeit verflossen. Und ich bin einfach froh, am Ball geblieben zu sein. Weil das jetzt ja geklappt hat, aber ihr müsst wissen, sowas kann auch einfach kurz vorm Dreh oder kurz vor der Zusage, kann es auch einfach abgeblasen werden. Ja, das ist halt so. Aber ich habe hier anfangs schon erwähnt, für die Dinge, für die ich dann irgendwie brenne, da mache ich dann noch irgendwie, also versuche ich dann doch irgendwie eine extra Meile zu gehen. Und es hat jetzt geklappt und wie gesagt, der Bassist von Metallica, also das ist, ich glaube, eine größere Band, Im Rockbereich wirst du nicht auftreiben können derzeit. Also viel Luft nach oben ist auf jeden Fall nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch viel Luft nach oben ist. Auf jeden Fall kennen den Namen sehr, sehr viele Menschen. Und egal, ob ihr Fan seid oder nicht, ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, dass das für mich eine große Nummer ist. Große Nummer aus vielen Gesichtspunkten. Einmal, weil ich natürlich musikaffin bin und Fan bin. Auf der anderen Seite natürlich auch von dem Namen. Und für mich ist natürlich auch die Hürde, einfach ja, 20, 30 Minuten mit so einem Typi Englisch zu sprechen, aufgeregt zu sein, Fragen zu stellen, irgendwie alles im Blick zu haben, die Uhr im Blick zu haben und hinterher auch irgendwie ein Video draus zu ballern, was dann halbwegs unterhaltsam ist. Also es ist für mich wirklich eine Mammutaufgabe gewesen. Und was mich halt so stolz macht, ist, dass ich wirklich aus gutem Gefühl sagen kann, da bin ich über mich hinausgewachsen. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und weil mir das wirklich viel bedeutet und das Video auch wirklich gut ist und nicht so ist, wie ich schon mal sagte, oh, das war jetzt einfach toll, das braucht ein bisschen mehr Klicks. Nein, das sehe ich hier anders. Dieses Video ist wirklich unterhaltsam und cool und deswegen wünsche ich mir einfach, dass viele Leute darauf noch hingewiesen werden und das gucken. So, und Chat, jetzt ist die Frage. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es euch an. Und wir haben einen Link erstellt, der lautet nämlich rbtv.to/Metallica. Und den pinne ich jetzt hier an. Anpinnen. Manuell lösen. Genau. Und unter diesem Link, den könnt ihr also erstens wäre es geil, wenn ihr irgendwie Twitter oder sowas habt und diesen Link mal teilen könntet. Oder wenn ihr, keine Ahnung, das irgendwo verbreiten könntet. Das wäre mega gut. Und Nummer B ist, wäre geil, wenn ihr das Video einfach auch gucken würdet, natürlich. Und Nummer C ist, ebenso geil wäre es, und das würde mir wirklich viel bedeuten, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet und einen Daumen nach oben geben würdet. Weil ich weiß, dass solche Treffen auch oftmals cringe sein können. Auch auf meine Person bezogen. Ich bin ein aufgedrehter Typ, das brauche ich nicht lesen, das weiß ich selber. Aber ich habe wirklich den Eindruck, das war ein gutes Treffen. Das war kein Cringe, das war unterhaltsam, das war cool. Und die Kommentare da unten sind auf jeden Fall auch gut. So ein Spotlight für besondere Videos, der hat auf RPTV, wäre mega. Ja, wir haben das jetzt ja in die Abo, also für wiederkehrende Abonnenten, diese Sparte eingefügt, dass das da gehighlightet wird und sowas. Und ich habe es ins Forum geschrieben, ich habe es ins Reddit geschrieben, ich habe es überall irgendwie verbreitet. Ich glaube, dass es natürlich ein Video außer der Reihe ist, was Leute nicht sofort finden, beziehungsweise nicht sofort erwarten. Und es wäre vielleicht auch auf dem Rocket Beans Entertainment Channel besser aufgehoben, aber da kommt noch ein weiteres Video, denn füge noch englische Untertitel hinzu, gib mir Reichweite. Aber wir sprechen ja Englisch, Chris. Also wir sprechen ja die ganze Zeit Englisch. Also in den YouTube-Settings. Okay. Also du meinst autogenerierte oder was meinst du?
Aber es ist ein guter Tipp. Sag mir nur was. Der Tipp ist gut. Ich will nicht widersprechen. Ich will nur mal wissen, was du meinst, weil dann mache ich das. Ich mache alles für mehr Reichweite in dem Video, weil da ist so viel Energie drin, da steckt so viel Liebe drin. Alles, was hilft, hilft. Also wirklich. Wird geschaut. Ja, ist auf jeden Fall cool. Also ihr habt deutsche Untertitel drin für alle Leute, die jetzt ein bisschen Angst haben. Autogenerierte Gegenlesen. Wirst du RBTV verlassen, wenn du mehr Reichweite bzw. Fame hast? Nee, das war ja nie mein Ziel. Mein Ziel war ja nie... Und als richtige englische Untertitel... Warte mal, ich muss einmal Step by Step das durchgehen. Also in den... Füge noch englische Untertitel hinzu. Gib mir rein. Okay, also in den YouTube-Settings. Autogenerierte Gegenlesen. Und als richtige englische Untertitel zufügen. Okay, aber... Hä? Man kann doch mehrere haben, oder? Okay, ich weiß nicht genau, was du meinst. Ich bestelle gerade auf dem Schlauch. Also ich habe Deutsch hinzugefügt und du meinst die autogenerierten Englischen nochmal checken und dann nochmal richtige Englische hinzufügen. Das meinst du, ne? Dass wir quasi zwei haben. Deutsch und Englisch. Aber das Video an sich ist auf Englisch, deswegen denke ich mir, naja gut, wird schon klappen. Aber kann man natürlich machen. Congratulations on Eid al-Fitr. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. RBTV verlassen? Nee, nicht aus... Also, wenn ich irgendwann mal RBTV verlassen würde, dann liegt es daran, dass ich das dann nicht mehr fühle, dass ich gelangweilt bin oder sonst was. Oder keine Ahnung, nicht meinen Platz da finde. Das habe ich euch schon öfters gesagt, dass ich immer... Dass es normal ist, dass man diese Gedanken hat. Ich bin 8 Jahre bei dem Laden und ich glaube, es ist ganz normal, dass man in seiner Laufbahn immer überlegt, macht man das weiter, macht man was anderes. Also was du gerade ansprichst, möchte ich einfach ehrlich beantworten. Deswegen führe ich da ein bisschen aus. Aber das hat nichts mit Reichweiten oder Fame oder sonst was zu tun, sondern ich muss ja Dinge machen, die mir Spaß machen. Das war immer mein Prinzip. Und ich kann mich sehr schlecht verstellen. Also wenn Leute schreiben oder irgendwo kommentieren und sagen, oh, der Typ ist verstellt oder der ist anders oder der ist gar nicht so gut drauf im echten Leben oder keiner oder anders, dann verletzt mich das, weil ich kann das einfach nicht gut. Ich bin kein guter Schauspieler. Ich kann einfach euch nur so Dinge erzählen, wie ich bin. Und dementsprechend muss ich immer motiviert sein für die Dinge, die ich tue. So, das ist, glaube ich, auch Kern. Also sollte ja jeder Mensch sein für Jobs. Manche Leute sind halt nicht in dieser Position, um immer, ja, weiß nicht, Freude bei den Dingen zu haben, die sie machen müssen. Das ist ja schade, aber grundsätzlich ist es ja allen zu wünschen. Und dementsprechend, weiß ich nicht, wenn diese Frage kommt, dann kann ich nie sagen, ich werd bei dem Laden sterben. Das weiß, keine Ahnung. Aber natürlich hat man doch diese Gedanken, ist doch logisch. Was macht man wann, was passiert in 2, 3 Jahren? Also das ist meine ehrliche Antwort darauf, ja. Aber nicht wegen irgendwelchen Gegebenheiten. Ihr wisst, mein liebstes Kind ist Mucke. Musik ist einfach, ich liebe Zocken, ich liebe Game, ich zocke auch echt viel. So, das kann ich gar nicht immer so bei Twitch so zeigen. Ich zocke auch gerne einfach ohne Stream, weil es mir irgendwie auch Spaß macht. Einfach für mich, mit Leuten einfach. Ich zocke unheimlich viel Destiny tatsächlich. ich liebe das Spiel. Aber Musik ist etwas, was mich wirklich begeistert und wo ich, glaube ich, auch, ja, andere Leute irgendwie mitreißen kann. Das ist ja irgendwie eine schöne Eigenschaft. Es ging mir darum, ob du, wenn du siehst, dass du alleine mehr Geld verdienen würdest, du dann RBTV verlässt. Ich glaube, das wäre jetzt schon klar mit dem Geld. Also, ich glaube, schwer zu sagen. Erst, also Geld finde ich auf der einen Seite gut, wie alle, aber, also, oder notwendig, aber ich bin auch nicht so drauf, dass ich jetzt auf Biegen und Brechen Arsch viel Geld verdienen muss. Also ich bin eigentlich sehr genügsam. Ich habe jetzt zum Beispiel diese Streams, also dieses Thema Geld, viele Leute reden da nicht drüber und viele Leute finden das Geldthema immer so ein bisschen unangenehm. Ich finde es nicht so schlimm, darüber zu reden, weil ich denke, das ist ein Thema, was für alle irgendwie gleich ist. Und viele Leute gucken dann immer nach links und rechts und was können sich Leute leisten und nicht und so. Und ich finde das eher immer schade, weil dann immer so eine Neidkultur irgendwie aufkommt. Ich finde es irgendwie geiler, wenn irgendwie Leute verstehen, man hat irgendwie Ziele und macht was dafür oder so. Also bei Rocket Beans habe ich ein ganz normales Gehalt. So ein ganz normales Gehalt wie alle anderen. Und wahrscheinlich haben auch viele Leute hier besseres Gehalt tatsächlich. Also ich habe da kein großes
Also ganz normal. So, alles gut. Und meine Streams mit den Abos und sowas, das kommt momentan, diese Kohle geht halt alles in meinen Raum zurück, den ich halt abbezahlen muss. Also es ist momentan einfach nicht so, weiß nicht, es ist jetzt, schwimme jetzt nicht hier im Geldspeicher, ne? Also ganz im Gegenteil. Ich hau ja irgendwie alles raus und das wisst ihr ja auch. Und ist ja auch cool. Macht ja auch irgendwie, also warum auch nicht, denkt mir, wenn ihr einen unterstützt, dann kann man das ja auch nutzen für solche Sachen. Mit anderen Worten, sollte ich das hauptberuflich machen, meine Streams und irgendwie rumtüdeln und irgendwie vielleicht im Musikbusiness ein bisschen Fuß fassen, da muss da wirklich monetär eine ganze Menge passieren, dass ich mir das überhaupt leisten kann. Ja, das muss man, also das muss man schon dazu sagen. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, ich mach das jetzt und alles ist cool. Also Leben ist super teuer für alle. Also Leben ist einfach teuer. Und da muss man sich auch entscheiden, was einem wichtig ist. Also ich bin halt so ein Techniktyp. Ich finde Technik so unfassbar geil. Andere Leute reisen viel oder andere haben ein Auto. Ich hab auch ein Auto oder wir haben ein Bandauto, aber ich hab den Sprinter, ja? Ich hab keinen Sportwagen. So, es ist eben total verschieden. Geld ist ja so relativ. Wisst ihr, das meine ich. Hier, Lustflip. Lustflip ist da, grüß dich. Lustflip hat einen Flipper-Automaten. Die kosten auch Kohle. So, und das ist ja komplett individuell und vollkommen in Ordnung. Ja? Naja, auf jeden Fall würde ich das nicht vom Faktor Geld abhängig machen. Das ist die Antwort auf das, was du gefragt hast. Die Frage war, wenn du solo mehr Geld verdienen würdest als im Zusammenschluss mit Rocket Beans, würdest du dann Rocket Beans verlassen? Nein. Wenn ich woanders mehr Spaß habe als das, was ich irgendwie 8 Jahre tue, ja, dann würde ich es tun. Also bei mir ist es einfach, ich bin wie so ein Hund, versteht ihr? Ich brauche meine Auslastung. Das ist der Punkt. Ja, das ist es. Nicht nur ein. Ja, genau. Schluckt ein Sprinter nicht so viel wie ein Sportwagen? Ja, der Sprinter, da habe ich auch lange überlegt, ne? Das ist ja auch ein altes Fahrzeug. Natürlich braucht der viel. Der braucht auch Diesel. Der braucht echt viel Treibstoff. Aber das habe ich auch schon öfter ganz klar gesagt. Autofahren ist mein Laster. Ich liebe das. Ich liebe den Sprinter sehr. Und mir macht es einfach ultra Freude, damit durch die Gegend zu düsen. Und das Auto ist jetzt an einem Punkt. Es ist zwar alt, aber ich denke mir, es muss doch eigentlich besser sein. Hundevergleiche auf Twitch. Keine gute Idee. Wieso nicht? Habe ich was verpasst? Ich finde halt, wenn du ein Auto hast, was noch fährt, dann kannst du es auch auffahren. Also ich bin nicht so ein Typ, der dann, also offensichtlich nicht mit dem Sprinter, der jetzt auch schon der irgendwie Kultstatus hat, was wir alles da drin gemacht haben, also für mich persönlich. Aber ich bin nicht so ein Typ, der dann sagt, jetzt holen wir mal was Neues, weil der sieht schäbig aus. Ach, das ist so ein Hund-Monte-Ding. Was hat er denn gemacht? Anspiel auf Montes Hunde-Frauen-Vergleich. Ist ja schon eine Weile. Okay, keine Ahnung, krieg ich nicht mit. Ich krieg da alle nichts mehr mit. Ja, aber hat er gesagt. Was hat er denn gesagt? Schreibt mal rein, Chat. Wäre bestimmt auch schwierig, sich von dem Auto zu verabschieden. Ja, ja klar. Ich fahre damit ja auch gerne durch die Gegend. So, Loose Flip hat mehrere Flipper-Automaten. Das ist sehr schön. Ich mag es, dass wir gerade so ein bisschen Zeit zum Quatschen haben. Das gefällt mir sehr gut. Und Loose Flip, danke, dass du die Aktion mit Robert hier geil findest. Da habe ich eben schon ein bisschen ausgeführt. Das war einfach eine lange, lange Prozedur, ein langer Prozess. Was ist hier los? Warum sagt er hier, ich will nicht mehr da sein? Ein langer Prozess, bis wir das unter Dach und Fach hatten. Das wussten sogar viele von meinen Kollegen gar nicht. Das habe ich so ganz klamm und heimlich natürlich mit Colin und Reinke und Co. Besprochen, was ich da vorhabe. Und gesagt, ey, ich investiere da jetzt echt eine Menge Arbeitszeit. Kann klappen, kann nicht. Aber ich glaube einfach, für einen Sender, für die Außendarstellung ist das ganz geil, wenn wir so einen Weltstar da haben. Und Gott sei Dank hat es geklappt. Und für mich persönlich ist natürlich der Obershit. So, das ist klar. Ich habe geheult, als ich mich von meinem alten VW T4 verabschieden musste, schreibt Miesendago. Sehr schönes Video. Ja, vielen Dank. Ich finde auch tatsächlich toll, das können wir uns mal angucken. Ich finde tatsächlich sehr, sehr toll, wie die Kommentare hier ausfallen. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Hallo? Nee, ich bin im Falschen. Das Video ist mega. Es ist einfach, also ich hoffe natürlich sehr, wir sind jetzt bei 33.000 Aufrufen von einem Tag. Ich weiß nicht genau, ob so ein Video
langfristig auch noch Aufrufe kriegt. Ich würde mir schon wünschen, wenn ich ehrlich sein sollte, einfach weil es ein geiles Video ist und das war so ein bisschen meine Hürde, dass wir auf jeden Fall ja 50.000 Aufrufe bekommen. Das wäre so mein Wunsch tatsächlich. Wenn wir das haben, dann bin ich zufrieden und dann kann ich sagen, okay, für fast alleine Energie reingesteckt zu haben, ist das irgendwie cool. Also falls ihr Ideen habt, wo man das ganze Video nochmal bewerben könnte, wo man es reinposten könnte, vielleicht in welchen Metallica-Gruppen oder so, keine Ahnung, dann lasst es mich wissen. Aber das ist so mein Wunsch. Und jetzt freue ich mich so sehr über diese ganzen Kommentare und es sind schon eine ganze Menge und ich habe auch versucht, viele schon zu beantworten. Ich lese das ja alles durch, weil ich es einfach so lieb finde. Aber ich finde diesen Kommentar einfach so geil. Hätte sich Robert wohl auch nie träumen lassen, dass er je einmal bei Krogi im Sprinter sitzen darf. Ich finde, das ist einfach... Das zeichnet die Community so aus. Servus, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Die Messlatte liegt bei Krogi jetzt aber echt hoch. Nächste Woche dann mit Bruce Dickinson im Privatflugzeug. Ja, aber ist doch egal. Das ist ja schön. Das ist ja schön, dass die Messlatte hoch ist, aber es ist ja letzten Endes auch egal. Es soll einfach nur, ich hoffe wirklich so sehr, dass vielleicht auch andere Leute, Musiker, Musikerinnen, weiß ich nicht, Promoter sagen, ey, das ist eine coole Aktion mit dem Auto, das ist irgendwie eine schöne Atmosphäre. Mit Electric Callboy, das Interview war doch auch so Hammer im Auto. Mit Chris, Lord of the Lost, jetzt mit denen, mit ihm, das ist doch Hammer. Schön, wie du seinen Nachnamen vermeidest. Nee, kann ich sagen. Robert Trujillo. Ich kann das easy sagen, aber ich wollte es aber nicht. Immer wieder geil zu sehen, wenn sich Krogi ein Traum erfüllt. Hammer. Mega Gefühl. Drei Dinge, die ich extrem feiere. RBTV, Krogi und Metallica. Ich sitze hier mit dem allerbreitesten Grinsen. Guck mal, das ist einfach herrlich. Das war echt cool und unerwartet. Es ist einfach so schön zu sehen, wie du das feierst. Die Kommentare, das ist wirklich Balsam für mich. Balsam, Leute. Big shout out to Rocket Beans and Metallica for making this possible. Krogi is such a nice dude. And big fan who only deserves the best. Ey, ist einfach lieb. Ihr seid einfach lieb. Ich möchte es einfach nur mal sagen. Es geht ja wirklich alles so direkt in meine Richtung. Und da kriege ich ein strahlendes Herzchen, Leute. Da kriege ich Herzchenaugen. Da kriege ich wirklich Herzchenaugen. What? Can't believe it. Thank you so much. Rob and Krogi, Metallica forever. Na, wie nice ein Stein ist das bitte? So viele. Hier ist wirklich null. Selbst die neuen. Also, ich habe alles durchgeguckt. Coole Aktion. Danke, Chroma. Vor 53 Sekunden. Es kommen Kommentare rein. Bester Mann. Hier. Geil. Mega. Mit Robert Trujillo. Wrestling zocken. Hammer. Ja. Da muss Robert eine echte Irre gewesen sein. Aber im Ernst, wie gut ist das denn? Dich muss man einfach feiern. Die Leute, es ist wirklich, ich freue mich so sehr. Könnt ihr euch das vorstellen? So lange dabei gewesen, das zu machen. Und jetzt gibt es so ein schönes Feedback. Danke, von Herzen danke. Wusstas-Bewohner, danke für dein Prime-Abo. Affengeil. Richtig geile Aktion, sehr cool. Vor 52 Minuten, Neisenstein, mega. Glückwunsch. Aber warum hast du ihn nicht behalten, den Robert? Das Schönste, was ich hier gesehen habe. Ich like den Scheiß. Wie heftig. Krogi stark. Oha, Liebe. Wholesome. Weltstars. Mega, geile Aktion. Gibt's auch ein Rocket Beans Shirt mit dem Logo? Wird 10 nehmen. Krogi, das ist auch so geil. Krogi ist wahrscheinlich der Einzige, der Rob in einem Interview zum Zocken gebracht hat. Und das in einem Porno-Van. Geile Aktion. Ach, schön, ey. Trujillo wirkt von der Situation etwas überfordert. Ich glaube, der hatte keine Ahnung, welche Krogi-Power da auf ihn zukommt. Kann er auch nicht. Wir haben uns tatsächlich im Auto zum ersten Mal gesprochen. Was halt schön ist, wir waren ja erst auf der, beim Pop-Up-Store. Also Metallica hatten zum Release am Freitag, am Samstag, Entschuldigung, Release war Freitag, aber hatten am Samstag in Berlin bei Universal so ein Pop-Up-Store und da konnte man halt, ja, Shirts kriegen, das Album und all so ein Kram. Und da war auch das Album aufgebaut als Fotostation, also das Cover sozusagen, was ihr hier im Hintergrund seht, ne? Diese Bank und davor diese Sachen. Und das haben sie dort aufgebaut für so ein Fotopoint und da kam dann irgendwann überraschend für die Leute eben der Robert auch dahin. Und dann meinte mein Kontakt da und Kumpel bei Universal, der Sven, meinte, komm, mach doch mit ihm ein Foto. Aber er wusste noch nicht, dass wir ein Interview haben, ne? Er kannte mich dann noch gar nicht.
dann bin ich da hingegangen, habe ein Foto gemacht. Und jetzt kommt das Schöne, und das kriegen, glaube ich, das schnallt man im Video leider gar nicht so richtig, weil ich das alles rausgeschnitten habe für dieses Gaming-Video. Aber ich habe ein Foto gemacht und dieses das Foto kam dann aus dem Drucker. Und dieses Foto habe ich unterschrieben und ihm zurückgegeben. Das ist so eine schöne Aktion. Das ist meine beste Story von dem ganzen Trip. Ihm einfach ein Foto von mir mit ihm zurückzugeben. Golfkilo 77, danke für dein Prime-Abo. Ey, und ich habe auch... Darf ich nochmal kurz angeben? Darf ich euch nochmal... Ich muss es einfach holen. Electric Cowboy waren auch schon im Sprinter. Dann habe ich Krogi wohl gestern wirklich beim Konzert gesehen. Viel zu privat. Vielleicht zu privat zum hier beantworten. Nee, da war ich gestern. Da haben wir uns gestern noch getroffen. Wo ist denn hier? Guck mal, hier ist es. Guest. Ja. Das war gestern. Freut dich ausgiebig zu Ende. Okay, da hole ich euch nochmal was. Weil der, also mein Skateboard hängt noch nicht an der Wand, aber er hat mein Metallica-Skateboard unterschrieben. Das muss ich unbedingt noch raushauen. Das ist wirklich, da bin ich sehr demütig. Weil ich ja auch nicht nur, weil ich es ja auch so geil finde, er ist halt nicht nur der Bassist von Metallica, sondern davor war er der Bassist von den Suicidal Tendencies und von Ozzy Osbourne. Also der Mann hat echt eine Legacy. Und da bin ich natürlich auch als Mensch, der Musik halt schätzt und liebt, einfach sehr, sehr demütig. Und habe aber versucht, souverän das Ganze zu machen. Und ja, ich bin über dich, ich bin indirekt über dich starstruck. Legende. Ja, deswegen, bitte, bitte guckt euch das Video an, kommentiert und teilt, wenn es euch gefällt, dass wir hier ein paar Views drauf kriegen. Das Wochenende ist ja noch da. Ich habe die Hoffnung, dass über das Wochenende noch ein paar Views draufkommen. Das wäre auf jeden Fall schön und wäre irgendwie eine coole Aktion. Weil, das muss man vielleicht auch dazu sagen, damit ihr auch versteht, ja, für mich ist es wichtig und cool, aus eigenem Interesse zu zeigen, ey, Leute bei Rocket Beans, danke, dass ihr mir das auch mündlich gemacht habt, dass ich meine Zeit darin investieren durfte. Und guck mal, es lohnt sich auch, Leute sprechen darüber, ist es cool, das ist das eine. Zum anderen möchte ich aber natürlich auch dem Metallica-Management zeigen, guckt mal, das ganze Package, was wir jetzt gemacht haben, ist cool. Funktioniert, habt ein paar Views drauf. Danke, dass ihr uns den Typi 20 Minuten ins Auto gepackt habt. Also, das ist natürlich auch so die Intention, weil je mehr passiert, desto mehr hast du wieder ein Argument zu sagen, ey, lass uns das Ganze doch ausbauen. Das kommt ja gut an. So, ich glaube, es ist ganz nachvollziehbar. Jetzt hole ich mal was und ich finde es einfach nur Hammer. Das ist der Move. Ja, nachvollziehbar, oder? Schön, dass du da bist übrigens. Ich freue mich tierisch. Was soll ich? Ich freue mich. So, Leute. Ich habe das Album ja von ihm unterschrieben bekommen. Und weil das so schön ist und weil mich das so unfassbar freut, habe ich jetzt das zweite Album, was ich schon so habe, habe ich eingerahmt. Ich habe es mir eingerahmt. Ich habe mir einfach selber was gegönnt. Einfach zur Belohnung für diese Aktion habe ich es mir einfach eingerahmt. Ich möchte es einfach zeigen. Ist vielleicht jetzt wirklich ein bisschen kitschig. Ich weiß. Also ich glaube, es ist kitschig. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Jetzt denkt ihr, Alter, der Typ ist jetzt richtig Fanboy-mäßig unterwegs. Ist mir aber scheißegal. Ist einfach einfach für mich eine Belohnung, ja? Ich hoffe, ihr versteht es richtig. Ich zeig's euch jetzt. Oh, guck mal hier. Oh, jetzt muss ich den... Ich mach mal den Filter aus. Hier das Screen aus. Damit ihr auch die Farbe richtig seht. Wo ist meine Maus? Hat auch unglaublich professionell gewirkt. Top Englisch. Oh, das ist lieb. Ey, das ist, wirklich. Ich habe natürlich, ey, Jared viel zu verdanken. Mit Jared spreche ich ja eigentlich nur Englisch. Ich bin dankbar, dass Jared scheiße Deutsch spricht. Das ist ganz ehrlich. Weil da, okay, ich kann es jetzt nicht umstellen. Also, diese Platte ist gelb. Für Krogi. Und ist einfach in einem schönen Rahmen. Ach, ist einfach herrlich. Ist doch geil. Ich finde es einfach nur killer. Eingerahmt und kommt irgendwie an die Wand beim Drumset. Irgendwo muss es dahin kommen. Ist es einfach herrlich. Gönn dir, hätte ich auch gerahmt und stolz anguckt. Ja, wirklich, ist Hammer. Ich habe ja auch eine Platte von den Scorpions, ne? Mit allen Scorpions Unterschriften.
Die habe ich auch in so einen Rahmen gepackt. Die werde ich mir irgendwie in mein Drumset reinballern. Du musst mir einen Rahmenlink bitte schicken. Ja, kann ich dir machen. Die sind super. Tippitoppi. Wow, das ist ca. 200 Mal weniger kitschig, als ich erwartet hätte. Wirklich? Warte, ich muss mal eben die Uhr... Irgendwas ist hier mit der Maus wieder. Eben ging es, aber jetzt kann ich die Maus irgendwie wieder nicht umstellen. Deswegen, ich will euch das einfach mal gerne als... ich möchte es einmal gerne so zeigen, glaube ich. Moment. Das ist mir jetzt... Ich zieh's durch. So, jetzt müsste die Maus eigentlich auch wieder... Ja, die Maus geht wieder. Jetzt mache ich mal einmal das Screen aus. Jetzt seht ihr mich einmal so, wie ich wirklich aussehe. Weil so sehe ich ja nicht echt aus. Ist ja klar. So ist ja gestellt. So ist ja fake. Richtig sehe ich ja so aus. So, ne? So sehe ich ja richtig aus. Und jetzt seht ihr auch, jetzt seht ihr auch die schöne Farbe. Guck mal. Ah. Geil, oder? Komm, das ist schon geil. Ich muss mich leider verabschieden. Schade, Miesendago. Ich wünsch dir was. So, jetzt mache ich wieder den Fake-Krogmann an. So, das ist nicht real. Kommt gut vor dem Schwarz. Ja, finde ich auch. Kommt richtig gut. Ist richtig schön. Und ja, das Skateboard, aber das kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen. Dieses Metallica-Skateboard, wo es ja auch nur 100 Stück von gibt, hat er auch untergeschrieben. Da sagt er auch, ey, wow, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Richtig geil. Da bin ich schon sehr stolz. Bin ich schon sehr stolz drauf. Was die Technik heute schon kann. Und dementsprechend, Freunde, guckt es euch gerne an. Das fände ich auf jeden Fall Hammer. So, jetzt brauche ich die Maus wieder. Das würde ich sehr cool. Und dann noch das Deck. Ja, das Deck ist wirklich, das ist wirklich Hammer. Bin ich richtig von angetan. Und war auch echt eine gute Stimmung, ne? Der Bus ist real. Nein, hier ist alles gestellt. Hier, das, guck mal. Tassen mit Getränke drin. Du kannst nichts glauben. Was ist das hier? Croissant? Glaube ich nichts von. Die ganze harte Arbeit hat sich sowas von gelohnt. Vielen, vielen Dank. Darf er noch skaten, wenn er sich was bricht? Katastrophe. Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht vorstellen. Also ich glaube auch nicht, dass du so einen Menschen in der Größenordnung... Ich glaube auch nicht, dass wir hätten Auto fahren dürfen. Also zusammen. Dass ich jetzt gesagt hätte, ey, komm, wir machen eine Spritztour durch Berlin, kann ich mir nicht vorstellen. Wirklich. Es ist ja auch dumm. Es wäre auch dumm. Muss man auch mal ehrlich sagen. Einfach aus dem Aspekt, naja, du hast da so eine Größe, die gehen jetzt auf Tour. Da ist es ja mit, also, das ist ja mit unheimlichem Aufwand verbunden und mit Geld so. Und ich glaube, da wird schon viel geregelt sein. Krogi soll froh sein, dass er ihn nicht reinheben musste. Also ich habe ja erstmal gegoogelt, ob der Mirrorman ein Filter ist. Der Mirrorman ist real. Der Mirrorman kommt auch bald. Der Mirrorman kommt bald ganz groß raus. Also Metallica, habt ihr noch Fragen dazu? Weil ich werde das auch so nochmal auf YouTube hochstellen. Am Dienstag gibt es auf dem Rocket Beans Kanal, wir sind jetzt auf Rocket Beans Gaming, ja, auf dem Gaming Channel. So, bitte da dieses Video angucken. Headbanger und Gamer im Ring. Am Dienstag gibt es auf dem Rocket Beans Entertainment Kanal noch die Fragen, weil ich habe hier ganz viel rausgeschnitten aus diesem Video. Wirklich ganz viel weggecuttet, weil es einfach für dieses Video irgendwie nicht gepasst hat. Aber ich habe noch ganz viele Fragen, die er beantwortet. Ich weiß nicht genau, wie ich das Video stimmig hinkriege. Es wird mehr so Fragen-Antwort-Bits. Ich glaube, das wird mehr so zusammengeschustert. Aber das kommt am Dienstag auf dem Rocket Beans Channel, weil das Material haben wir und das müssen wir auch irgendwie nutzen, finde ich. So, aber könnt ihr ja auch euch nochmal angucken. Aber das hier ist schon, glaube ich, für euch das Interessanteste. Krogi, bist du jetzt bei Metallica dabei? Ja. Bin jetzt dabei. Ich trage ja auch Shirts. Trage ja auch Shirts von denen. Und habt ihr noch mehr Fragen? Ich möchte es gerne so hochladen. Meine Zeit mit Robert Trujillo. Ich habe auch wirklich, wie gesagt, viele, viele Videos. Vielleicht müssen wir nochmal... dann noch eine kleine Ergänzung dazu machen. Ich freue mich auf das Video, sehr, sehr gut. Meine Frage ist beantwortet. Mach ruhig, ich guck's. Ja, dann machen wir das so. Übrigens, ich weiß, dass viele Leute auch vom Musikalischen her natürlich bei Metallica immer so die Einstellung haben, ja, das muss jetzt aber auch
das muss jetzt aber auch der Wahnsinn sein nach Master of Puppets und, weiß nicht, Kill 'Em All. Das muss jetzt ja wieder richtig ballern. Und ich glaube, diese Erwartungshaltung, die wird einfach die Band nie gerecht werden können, weil wenn du mit Anfang 20, oder wenn du mit 20 drei unfassbar krasse Alben ablieferst, ist, glaube ich, sau schwer, da wieder hinzukommen. Jetzt komme ich aber mit meiner Kehrtwende. Ich muss sagen, dass mir das neue Album, das sage ich jetzt wirklich nicht, weil wir das gemacht haben, diese Aktion, weil, ehrlich, könnt ihr euch vorstellen, also Metallica hat es jetzt nicht nötig, oder diese Aktion zu sagen, was ich von diesem Album halte, weil, so what, ja? Aber ich finde es gut. Also ich finde das Album wirklich gut. Ich finde, das ballert richtig. Also meiner Meinung nach macht es richtig Spaß. Ich habe ein bisschen gebraucht, reinzukommen. Das vielleicht auch mal für Leute, die es auch mal hören wollen. Voll. Mir gefällt es auch hart. Geiler Scheiß, Krogi. Das freut mich echt immer für dich, wenn du so krasse machen kannst. Na, du bist jetzt ja dabei. Sollst du schon gut finden. Du meinst in der Band. Ja, du hast recht. Was soll sich nach 40 Jahren noch ändern? Die machen ihr Ding. Ja, das ist doch cool. Und das ist genau cool. Aber ich finde es halt tatsächlich, also für mich persönlich in der Ära Robert Trujillo, ja, der seit 20 Jahren dabei ist, seit Jubiläum, der Typ ist 20 Jahre dabei. Das ist echt krass. Finde ich, ist das beste Album. Also in dieser Zeit. Aber das ist meine Meinung. Und natürlich sind die Alben davor legendary, ja. Generell, Chat, hört euch Alben immer mehr an, bevor ihr sie kacke findet. Ja, das stimmt tatsächlich. Bekenne mich schuldig. Bin ein bisschen älter und fand schon das schwarze Album damals nicht ganz so geil wie das Zeug davor. Erst mit Death Magnetic ging es für mich wieder bergauf. Nur meine Meinung. Krass, dann bist du aber jemand, der Death Magnetic gut fand. Ich fand zum Beispiel Death Magnetic nicht so toll. Aber das ist ja in Ordnung. Da sind ja Geschmäcker verschieden. Aber dann bin ich gespannt, was du zum 72 Seasons sagst. Also ich war sehr überrascht, wie fachgerecht das ballert. Das geht echt gut nach vorne. Dürfte das Metallica X RBTV Logo für Merch verwenden, also kommt da eventuell mal ein Shirt oder so. Tatsächlich kam die Frage, schon habe ich schon öfter gelesen und auch im Haus wurde das schon diskutiert. Ich gebe das mal ran, ich frage mal die Leute, mit denen ich da zu tun habe, ob das irgendwie möglich ist. Ich bin mir, also letztlich kann ich mir, es ist, hier kommt ja, also bitte, bis auf das R und das S in dem Logo ist ja, was natürlich sehr Metallica angelehnt ist, das ist also klar, es ist ja eigentlich, ach, keine Ahnung, ich will ja nichts zu sagen, müssen wir nachgucken. Ja, da wurde es für mich wieder etwas mehr Thrash, naja, verstehe. Einige Songs erinnern mich an Justice for All. Ja, stimmt. Also ich finde zum Beispiel das Intro, hier 72 Seasons, das Intro-Lied, was ja irgendwie 8 Minuten geht, finde ich zum Beispiel schon richtig stark. Also das macht mir richtig Freude. Ich würde es am liebsten hier einmal hören, aber das kann ich eigentlich machen, oder? Naja. Krogi, es sind doch zwei unterschiedliche Konzerte in Hamburg. Werden am 26. die alten Songs gespielt oder das neue Album? Ey, das weiß ich nicht, Naked Guy. Ich habe gar keine Ahnung, was da gespielt wird. Ich weiß nur, das habe ich auch gelesen, dass die Songs alle unterschiedlich sind. Und also die Setlisten unterschiedlich sind. Aber die werden safe nicht ein Konzert spielen mit neuen Sachen und eins mit alten. Die werden schon ordentlich mischen. Das wird safe alles dabei sein. Ich bin am Freitag da. Ich bin am Freitag beim Konzert bei Metallica. Ich würde sagen, 95% kennen nur Nothing Else Matters und die kommen nur wegen dem Song. Bei einem Live-Konzert? Caro, glaubst du das ernsthaft? Glaubst du, also, auf was ist es bezogen? Du meinst, auf ein Live-Konzert für Metallica, wo ein Ticket arschteuer ist, kommen die Leute wegen Nothing Else Matters? Das Lied habe ich zum Beispiel komplett vergessen, dass die es haben. Ich weiß nicht, ich frage so empört nach, weil es in meiner Welt nicht ganz unlogisch wäre, aber kann sein, ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen, ihr Lieben. Naja, wir haben das Thema durch. Was wollte ich denn noch sagen? Motor Breath ist Hammer. Motor Breath ist richtig geil. Aber ich habe Rob auch ein paar Fragen gestellt, zum Beispiel, wenn er sich für ein Album entscheiden müsste, was würde er hören? Hat er darauf geantwortet, fand ich sehr coole Antwort. Seht ihr am Dienstag. Oder wie kann man, er ist ja bekannt für sein Bassspiel mit Fingern.
wie kommt man da ran? Aber es wird kein langes Video werden, es ist einfach der Rest sozusagen von dem Material und das wollen wir da verwenden, ja? Turi! Hallo, Turi! Freue mich dolle für dich, dass du Leute treffen kannst. Du bist lieb! Ey, ich freue mich auch für dich! Turi, du bist jetzt bei Bonjour! Das finde ich auch schön. Ich find's, ey, ich mein's auch wirklich immer ernst. Das, ich hoffe, der Chat hier schnallt es auch. Ich freue mich echt immer, wenn Leute Dinge erreichen und erleben und machen können, für, auf die sie Bock haben. Und dementsprechend, ey, geile Nummer. Danke, Turi. Freut mich, dass du hier reinschreibst. Wie lange ging das gesamte Interview? Ja, wir haben 25 Minuten haben wir gequatscht. Also, 25 Minuten. Nein, das Logo bleibt nur für einen Tag. Das wird heute Abend wieder geändert. Heute Abend ist wieder alles rückgängig. Ich hoffe natürlich, dass noch ein paar Views kommen auf dieses Video. Also, habe ich ja eben schon gesagt, weil ich es einfach geil finde. Ich finde es einfach geil für das ganze Projekt. Und wir sind jetzt bei 33.000 Aufrufen. Und ich hätte so, so gerne, sagen wir mal, bis Montag. Bis Montag müssen wir die 50.000 schaffen. Irgendwie. 50.000 wäre mein Ziel. Bis Montag. Schaffen wir das, Chat. Ich weiß nicht wie. Keine Ahnung, wie wir es schaffen sollen. Aber das wäre halt geil. Easy. Naja. Ich habe es mir schon angeschaut, aber ich baller heute nochmal so 50 Views. Geil. Checkt das Video, fühlt euch genötigt. Wir haben extra so einen schönen Link gebaut, ne? rbtv.to/Metallica ist hier oben angepinnt. Extra diesen tollen Link, Easy Link, kann man sich gut merken. Ach so, da muss ich noch erwähnen. Wenn ihr statt rbtv.win, W-I-N eingibt, /Metallica, dann könnt ihr eure Adresse eintragen auf der Rocket Beans Website und eines von 5 Alben gewinnen von 72 Seasons. Wollte ich auch nur kurz sagen. Jetzt haben wir das alles. Boah, viel erzählt jetzt zu dem Thema, aber ist auch ein großes Ding. Und ich finde es einfach Hammer, dass sich alle Leute mit mir freuen. Also wirklich, es gab niemanden, niemanden, das finde ich so heftig, im Internet, das anonyme Internet, ein Hort der brutalen Anfeindung. Da gab es niemanden, der geschrieben hat, was ein Uhrensohn Michael Krogmann, warum macht er diese Cringe-Scheiße? Das hat niemand gemacht und das macht mich tierisch froh. Wirklich. Ich muss gucken, ob jetzt jemand wieder geschrieben hat. Gibt es neue Comments? Bin mal gespannt, wie viele bei Facebook auf den Link klicken. Wie? Was ist bei Facebook passiert? Punker006, was ist da passiert? Bei Facebook? Was geht da ab? Richtig nice, dass es ja Metallica eine Bühne gibt. So ist es. Einfach zwei Legenden, sehr coole Aktion. Los, Flip! So. Alle geil drauf. So, beantworte ich später. Ich schicke den Link an Homer Simpson und seinen kleinen Wackelvogel. Der klickt einmal pro Sekunde. Ja, das mach mal. Der Wackelvogel, der ist immer gut drauf. Den mag ich. So, jetzt aber weg damit, oder? Was für ein Uhrensohn-Mensch. Warum machst du so eine Cringe-Scheiße? Ja, genau. Mein einziger Twitch-Sub, schreibt Jiggy Norris. 12 Monate am Start. Geilo, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, gucken wir, machen wir ein Update auf meinem YouTube-Kanal. Was ist auf Krogmanns YouTube-Kanal? Was geht da so ab? Guck mal. Da, Update wieder. Seitdem wir es zum letzten Mal geguckt haben, weil damit ihr seht, wie rich ich werde mit YouTube. Letztes Mal habe ich noch mit YouTube sage und schreibe 50 Euro verdient. Jetzt sind es monatlich, Leute, halt euch fest. Küsschen gehen raus. 23,55 Euro. Das heißt, ich bin in einem guten Kanal unterwegs, aber dafür sind meine Abonnenten hier, aber ordentlich. Jetzt sind aber meine Abonnenten ordentlich nach oben geschnallt. Guck mal, 11.025 Abonnenten. Da kannst du doch gar nichts sagen, Chat. Ich kopiere einfach meinen Forenpost unter das Video. Ist doch geil. Komm mal, du Bonze, ich wusste es. Guck mal bitte, ob Kommentare gefiltert werden. Mein Kommentar ging zum Beispiel nicht durch. Du meinst bei Rocket Beans. Das machen ja die Rocket Beans Mods. Ich kann ja gar nicht auf den Rocket Beans Kanal. Das ist ja, da habe ich ja nichts mit zu tun. Aber das checken die schon. Nein, bei mir. Ah, okay. Kommentare. So. Überprüfung ausstehend. Nee.
23 Euro, das sind 5-mal Schwimmbad-Pommes plus Eintritt. Ja! Schwimmbad-Pommes sind die besten. Sind geil. Mysteriös. Ne, hier ist alles gut. So, was hier abgeht ist, was hier abgeht ist folgendes. Ah, da. Ja, eigentlich, ja, ist viel, viele Geheimnisse. Dieses ist aber noch ein schönes Video. Mit Chris habe ich das gemacht im Auto. Da haben wir uns ein bisschen unterhalten. Da haben wir uns ein bisschen unterhalten. Das solltet ihr euch. Was ist das? 19% mehr als sonst. Wie kann ich denn da draufklicken jetzt? So. Falls ihr interessiert seid, was Chris Harms sagt. Der jetzt bald beim ESC in Liverpool antreten wird, ja? Mein Bruder, Chris. Guckt euch dieses Video an. So. Gibt auch Kommentare. 26 Kommentare schon. Das ist schön. Auch erst gestern online gegangen. Minded Ketchup. Da hat's Montag am Start. Was schreiben denn die Leute bei Krugmann? Kann man auch mal gucken. 50 Euro auf vorletzter Platz wird hier gewettet. Beim ESC 50 Euro auf vorletzter Platz. Meine ich wertungsfrei. Wenn du dir so sicher bist, kannst du auch ruhig um mehr wetten. Cyberdime, mein Freund! Hallo! Grüße dich! Schön, dass du da bist! Mit Chris machst du einiges, oder? Findest du sehr geil, dass sich zwei Kumpel getroffen haben? Ja. Also einiges übertrieben. Wir machen halt oft rum miteinander. Das halt. Also, im Prinzip geht's um harte Befriedigung. Warum machen das? Ja, das. Also Befriedigung. Wir befriedigen uns halt. Mehr ist es aber auch nicht. Standard. Standard halt. Ist doch klar. Moin, wie geht's euch? Ist doch auch was Sexuelles. Ja, ja, genau. Findet Herrn Krugmann 2, was man so unter Männern macht. Exakt. Was denkt ihr? Was denkt ihr sonst, ihr Menschen? Was soll man sonst machen? Könnt ihr euch halt angucken. Cyberdime, ich habe gerade gezeigt, wie rich ich durch YouTube werde. Es ist einfach unfassbar. Ich zeig's dir auch nochmal. Einfach, dass du weißt, dass ich bald einfach richtig abgehoben, überkandidelt durch die Welt laufe. Und zwar, guck mal, jetzt kriege ich, und Turi hat's richtig gesagt, 23,55 Euro mache ich, scheffel ich Kohle, scheffel ich richtig raus aus dem Cyberspace monatlich. Und dann kann ich nämlich, und das sind nämlich mindestens 5 Pommes im Freibad. Das sind mindestens 5 Pommes im Freibad. Steffen G war es auch da, die ganze Prominenz, die ganze Internetprominenz ist hier zu Gast. Überkandidelt, so ein geiles Wort. Ist das die Anzahlung für ein Ferrari? Nee, das ist die Anzahlung, was wollte ich mir schon immer mal kaufen? Weiß nicht. Gibt's vielleicht so ein. Noch ein neues Schlagzeug. Vielleicht noch ein neues Schlagzeug. Das wäre geil. 9 Live Reloaded, alle da. Hamburg. Ich kaufe dir Hamburg. Cyberdime, wir kaufen Hamburg. Lass Hamburg kaufen. Irgendwas. Oder, weiß nicht, so ein vergoldetes Maschinengewehr. Einfach nur, um es zu haben. Geil, ich gebe 25 Euro dazu. Naja, für Hamburg, aber nicht fürs Maschinengewehr, denke ich mal. Sehr gut. AK-47 sind günstig. Ja, sowas! In Gold aber! Erstmal vergoldete 10. Ich hab jetzt ja alles neu im Mund. Ich hab ja eine neue... Ich bin auch ein Pazifist, Cyberdime. Aber ich dachte, so ein Gold, wenn die einfach nur hängt, das ist nicht so schlimm. Ich hab, ja, komplett neue Zähne. Stück Wald wollte ich mir kaufen. Ja, aber kann's nicht. Keiner verkauft dir Wald. Ich habe schon geguckt, keiner will mir Wald verkaufen. Niemand. Was mache ich da mit meinem Wald? Ich bin auch sehr pazifistisch unterwegs. Nur zur Deko. Goldene Zähne. Hier wie bei Breaking Bad. Wie heißt der nochmal? Der Drogenmann. Paco? Heißt der Paco? Der Mexikaner. Ich weiß es nicht mehr. Tuco, dankeschön. Tuco, der hat eine goldene AK-47. So eine musst du haben.
Kauf ein leeres Grundstück und pflanz Bäume. Ist das günstig? Das ist bestimmt in Deutschland nicht erlaubt. Ich glaube nicht, also das ist Deutschland, Leute. Das kannst du, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass du einfach Grundstück kaufen kannst. Aber lass uns Hamburg, Cyberdime, lass uns Hamburg kaufen. Du packst 25 Euro drauf. Ich frage noch meine Eltern, ob die uns noch, weiß ich nicht, ein bisschen was von ihrem hart Ersparten irgendwie dazugeben. Und mein Bruder hat jetzt eine Brötchenstraße in der Bäckerei. Der kann jetzt richtig abliefern. Der kann jetzt richtig waffendekorativ. Wer ist da vor? Ja. Und dann muss es passen. Guck mal, Steffen, bist du stolz auf mich? Stellinger Stallions. Ich trinke aus unserer Tasse. Mega, gehört quasi uns. So ist es. Machst du Bürgermeister? Ja. Mach ich. Kann ich machen. Was machst du dann, wenn ich Bürgermeister mache? Machst du dann, bist du Senat? Machst du den Senat alleine? Was eine Brötchenstraße. Leute, musst du nur ein bisschen korrupt werden, damit das authentisch bleibt. Ja, aber wir können doch, es wäre doch okay, korrupt zu sein, wenn du das für absolut gute Sachen einsetzt. Also quasi Antikorruption, also Anti ist ja dagegen, nein, wenn es invertierte Korruption wäre. Verstehst du? Invertiert, für die guten Sachen korrupt sein. Nur die Frage ist, was ist gut und was ist schlecht? Das kann wieder keiner entscheiden. Die gute Korruption. Wohltätigkeit. Das nennt man Wohltätigkeit. Brötchenstraße klingt wie die Pinken, ganz billigen in Monopoly. Turmstraße, Brötchenstraße, Badestraße. Fühl ich. Pass auf, ich zeige euch mal ein privates Video. Also das ist ultra privat. Pass auf hier. Okay, erstmal ein Bild von meinem Papa. Erstmal ein Bild von meinem Papa, wie er letztes Wochenende in Quakenbrück. Das ist richtig süß. Richtig süßes Bild. Mein Papa letztes Wochenende in Quakenbrück, wie er die Berliner wendet. Seht ihr das? Da freut sich mein Papa, wie er einfach am Berliner Fettgerät steht und die Berliner wendet. Sein ganzer Stolz. Berliner wenden für die Gesellschaft. Das ist einfach richtig sweet, das Bild. Richtig schön. So, und jetzt zeige ich euch noch ein Video von der Brötchenstraße. Freut sich wie ein Bäcker. Sind Pfannkuchen. Ey, Alter, sind keine Pfannkuchen. Jetzt haben wir wieder diese Diskussion hier. Wie er sich freut. Gutes T-Shirt auch. Kannibale sind Pfannkuchen. Das Berliner sind das. Guter Slogan für einen Politiker. Was für ein Slogan? Ich war letztens tatsächlich in Quakentown. Aber nur durchgefahren mit dem Zug. Ja, wir haben sehr große Kriminalitätsrate in Quakenbrück. So, und jetzt zeige ich euch das Video von der One and Only Brötchenstraße. Nur, dass ihr einfach seht, was für Ausmaße das hat. Ich mute lieber den Ton, weil ich glaube, er findet es einfach ultra geil. So, ist das jetzt in Dauerschleife? Ja, okay, ich zeige jetzt ein Video, ja? Pass auf, check. Guck mal, dann seht ihr mal die Bäckerei. So, da geht's los und dann ist das die ganze Wand. Die ganze Wand, da wird nur für Brötchen. Da ballern die durch. Mehr, das ist doch pornös. Mehr geht doch gar nicht. Die Bäckerei kann jetzt 4000 Brötchen in der Stunde produzieren. Schön automatisiert. Einfach Brötchen. Ist geil. Und das bedeutet, dass er hat die gleiche Qualität für eine kleine Bäckerei. Das ist ja, Thomas hat ja wirklich im Vergleich zu anderen Bäckereien eine Mini-Bäckerei. So, Familienbäckerei. So oft gespielt als Kind. Und jetzt auf einmal hast du die gleiche Qualität. Schmecken die denn anders? Nee, ich glaube, die schmecken nicht anders. Was weiß ich, ey? Keine Ahnung. Komm ich aus der Bäckerei oder was? Ich nehme 2 Mohn, 2 Sesam, 2 normale. So viele kann ich gar nicht essen. Nee, Thomas macht viel. Der hat ganz viel jetzt im letzten Jahr. Auch coole Aktion. Wenn ich auch mal, sage ich jetzt auch mal ganz, ganz ironiefrei, weil ich das Hammer finde. Die hat ganz viele Brötchen für Flüchtlingsunterkünfte produziert, die täglich Brötchen kriegen. Die brauchen ganz viel Brötchen. Und da musste er einfach ein bisschen mehr produzieren. Und ich glaube, da hat es jetzt total Sinn ergeben. Ja, also eine gute Aktion. Das kann man mal sagen. Also wenn ihr mal in Quakenbrück seid und Familie Krogmann unterstützen wollt und mal irgendwie ein Brötchen kauft,
dann geht doch gerne in die Bäckerei Krogmann, da wird, freut sich die Familie. Ist nämlich ist gar nicht so leicht mit einer Bäckerei, nämlich den Kopf über Wasser zu haben. Das kann ich euch auch sagen. 4K Brötchen pro Stunde. Wieso denke ich da an Homer in der Hölle, der mit Donuts gemessen wird? Aber also ich glaube, niemand macht aber 4000 Brötchen. Also Thomas wird niemals 4000 Brötchen in der Stunde machen. Das wäre nur möglich, versteht ihr? Das ist so wie im Heidepark zu stehen. Hier ist der größte Freefall Tower der Welt, der sich dreht und hier steht. Versteht ihr? Familie Krogmann mit dem YouTube-Millionärssohn. So! Das Geld steht hier, den könnt ihr noch sehen. Die Klarzahlen werden hier dargestellt. Rich AF. Kauf dort bloß keine Brezel. Why? Leute, jetzt muss ich euch noch was loswerden. Ich habe heute auch ein bisschen Therapie mit euch, ne? Ehrlich jetzt. Und zwar, pass auf, jetzt gehen wir auf Twitter. Und ich weiß, jetzt denken schon alle, ja, Twitter, was willst du von mir? Nee, wirklich. Und zwar habe ich, jetzt muss ich euch zeigen, habe ich hier gestern bei Twitter hier. Alter, das ist ja wohl geil. 666 Likes. Leute, Metal und 666, passt doch zusammen. Folg auch mal Metallica, kann nicht schaden. Hier glaube ich, war das hier? Nee, warte, ich muss euch was sagen, muss es kurz erzählen. Aber unter eins dieser, Videos, Bilder meine ich. Ja, pass auf. Jetzt schreibt hier jemand. Also erstens habe ich hier geschrieben, sorry für Spam, aber ich kann es immer noch nicht glauben, absolut irre. So, und dann schreibt jemand, er hier, Manga-Zeicher, bei 2 Live-Begegnungen, ja, also nicht Lebensbeginn, ich glaube, er meinte einfach live, also ne, im echten Leben getroffen. Mit Krogi habe ich leider einen eher mies gelaunten Typen, in Klammern Typen in Erinnerung, was nicht heißt, dass er ein schlechter Typ sei. Ist nur menschlich auch mal anders, vor der Kamera zu sein. Ich freue mich sehr für ihn, dass er so eine Begegnung hatte. So, und dann habe ich darauf geantwortet, oh, zweimal mies gelaunt, es tut mir leid, manchmal ist der Stress zu groß für mich und dann fällt es mir schwer, mich zu fokussieren. Entschuldige bitte. Und dann schreibt er, ja, bei der zweiten Begegnung war das sogar an meinem 30. Geburtstag, als ich ein Treffen mit Establishments, also Andy Strauß, an eurer RBTV-Station hatte. Ich weiß nicht genau, was er damit meint, aber mehr schreibe ich besser nicht, sonst wird es noch ein bisschen belastend sozusagen. Ich habe von der Nachricht geträumt und Albträume gehabt. Wirklich. Also, was ich sagen will, wenn ihr mich trefft und ich bin irgendwie kacke drauf, dann liegt das nicht daran, dass ich mich nicht mit euch unterhalten will und dass ich euch blöd finde. Eigentlich bin ich tatsächlich immer genauso, würde ich behaupten, wie jetzt im Stream oder in den Videos. Nur manchmal bin ich vielleicht einfach vom Tag gestresst und ich habe wirklich, ich habe anhand von dieser Nachricht, habe ich einen Albtraum bekommen. Das muss ich euch einmal erzählen. Kein Witz. Ich habe nämlich einen Traum gehabt heute Nacht, dass ich so durch die Gegend gehe und da will jemand einfach nur ein nettes Foto von mir haben, ja, und dann haben wir uns nett unterhalten und dann hat der Seifenblasen dabei gehabt, mega weirder Traum, da hat der Seifenblasen dabei gehabt und hat er mir so Seifenblasen ins Gesicht gepustet, ja, und dann habe ich den geschubst, weil ich das blöd fand und dann kam die ganze Gang und wollte mich verprügeln, dann musste ich weglaufen, habe richtig Albträume gekriegt deswegen, meine Zeit. Ich bin doch einfach, ich will so nicht sein, will nett sein, war richtig schlimm, muss ich richtig verarbeiten, diesen Kommentar. Ah, das war richtig Trauma. Das war richtig Trauma. Keine Ahnung, was da los war. Jesus. Das ist mein Überlad. Lass uns Dead Space spielen. Dead Island. Fame or Shame. Meine Zeit, wirklich. Viel los gewesen. Das hat ein Trauma bei mir ausgelöst, wirklich. Und dann hatte ich ja noch die Zahn-OP. Alles kam zusammen. Ich hab dich mal auf der Gamescom getroffen. Ich war an dem Tag 4 Stunden Auto gefahren nach Köln. War richtig fertig und du warst so gut drauf. Da ging's wirklich besser. Siehst du, so soll es sein. Die Welt hasst dich, Krogmann. So! Irgendwann, ey, Cyberdime, ohne Witz, ich überleg manchmal. Ich bin ja irgendwie froh, dass ich zu diesen Medienunternehmen und dieser Medienwelt erst mit einem gewissen, erst in einem gewissen Alter gekommen bin, ja? Aber ich glaube wirklich, wenn du 15, 16 bist, dann wirst du wahnsinnig. Dann wirst du einfach wahnsinnig. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du denkst, wo ist der Spaß hin? Warum folgen mir keine Leute mehr? Warum? Warum habe ich keine Freunde mehr? Wo sind die alle hin?
Ich hab's. Du trägst so viel Rot auf deinen Lippen. Du hast ihn gekauft. Ich hab's gesehen. Genie! Ich esse jetzt meinen. Ich esse jetzt hier meinen Rosinensoftie. Es ist okay. Okay, das allen zwei, ja? Start doch schon mal. Oh, du sagst, ich bin auch happy, dass ich mich davon distanzieren kann. Ja, ey, wirklich. Sag mir, wann ging es bei dir los? In wie vielen Jahren? Dass du halb Mensch, halb Cyber-Person geworden bist. Und mit den ganzen Rich Kids abhängst. Nicht jeder hat Evil Jared als Ausrede. Lass mal eben Jared anrufen. Können wir auch mal eben FaceTime mit Jared. Jared. Yo, Jared. Oh, Cody. Jared, I'm live on Twitch. Yeah, yeah, now, okay, now I can present you, yes? Yes, now I'll present you. Okay, okay, Leute, hier, schaut euch an, Evil Jared für euch. Hey. Ja. What's up, all you Twitch motherfuckers? Once again, for the microphone, once again. What's up, all you Twitch playing motherfuckers? Yeah, what's up? Hey, Jared, I wonder. You know one of the guys from Metallica on earlier? Yeah, the Robert, you mean the bass player? Not Jason Newsted. The other guy. Not Jason Newsted. All right, Jared, I only like you as a bass player. You know that. Oh, you don't have to lie to me. Yeah. No. What? I'm a bad liar. Hey, Jared, I wonder when do we play Destiny on our stream? I was trying to put together my room here. Okay, let me switch you around here. Yeah. Okay. Leute, jetzt zeigt Jared zeigt jetzt seinen Streaming-Raum. Achtung. Alright, so this is supposed to be the new screen streaming room here. You see? Yeah. You know, and what's missing? Yeah, what's missing? Oh, the fucking TV. Warte. Because look, I bought a new TV. Yeah. To be able to game on. Yeah. And here it is now in the box. Okay. I have to ship it back and send it to me broken. So. Yeah, but why? What happened? I don't know. I guess I shouldn't have bought a TV off of eBay. That's a big problem. You mean it was a stolen television? Am I right? No, it had a big black line down the middle of the screen. And yeah, it was probably stolen. Okay, I'm playing now. Ah, you're playing on your own. Okay, Destiny, you're online. I'm getting ready for our big stream. So I'm just going to do it from my bedroom. Like, look, I can just set, like, the camera right here, right? Yeah, it's nice. Yeah, that'll work, right? Yeah, that will work. Yeah, so I'll just get some duct tape and tape it onto the neck of this base here. Yeah. And then, it's like that. Yeah, it's great. Cozy setup. Jared, do you sleep with a base near you? Yes, just in case I get an idea for a song in the middle of the night. Over and grab it. Okay, that's great. But just in case it comes up, you know? Yeah. I love it. Better than sleeping with weapons. This isn't America, so I can't get away with that. Yeah, okay, great. Yeah, but when do we do that? Sunday? Monday? When? Sunday. Now, Sunday is the premiere of my new show, so I should probably watch that. Yeah. But how about Monday, I can do it after wrestling, which would be like kind of late, 10 o'clock. Or Tuesday, we can do it anytime. Yeah, then let's do it on Tuesday. All right, Tuesday. Yeah. Tuesday is Destiny. All right, so Tuesday, and probably me, you, and... that'd be perfect, because Tuesday's reset day. So maybe me, you, and Kino. Yeah. Me, you, and Matt go in and try a dungeon. Yeah, oh, when is your show coming up on Sunday? It's on at 5 o'clock. On the Otto Bulletproof yes. YouTube, and also I think it comes out at that same time on Paramount Plus. Ah, okay. On Sunday, you will watch it on your stream?
I might, but I also have two live shows this weekend, so I may be super hungover. Okay, I see. Yeah. If I survive the weekend, and it's in Bavaria, and you know what drunks they are down there. So if I can survive that, I may watch it on Dumpster Fire. I'm not sure. Okay. The name of the show is Arctic Warrior. Is that right? Arctic Warrior. Yeah. Yes. Yeah, die Leute fragen schon. They ask here. Yeah, it should be good. It's I actually would like to come in and with the guy that started it and chat with you at some point, but I don't know if I'm going to have the time to do that. Okay. Yeah. Okay. I got to go to America for a week next week, and then I got to go to Malta for a week to talk to my corporate overlords. All right. Yeah. At some point. Yeah. Yeah, then let's play Destiny on Tuesday then. Okay, so Tuesday I'll see you online. Yeah, but are you available on the afternoon? In the afternoon, yeah. Of Tuesday, I think so. In the afternoon, yeah, that would be nice. Yeah, I don't see anything on my schedule that day. So okay, let me just make sure. Hang on. But that Tuesday, Jared, that means right? You survived Arctic Warrior. Yes. Well, we filmed that a couple of months ago, so I did survive it. Yeah. But yeah, you still, just because I'm still alive doesn't mean you shouldn't watch the show. That's a good reason, yeah, for many shows to watch. Then, yeah, that's right. You want to see the main character die? spoiler alert! This is Game of Thrones, you know. Hey Jared, love watching you laying down in your bed playing Destiny. Yeah, well, I get a lot of that on Tuesday because I don't have my gaming chairs or my gaming room set up, so all I've got is sit on my bed. What do you need for your streaming room? Well, I'm gonna need a green screen. Yeah. Right? Yeah. And then chairs. I'm talking to the guys at, oh fuck, what's the company in Berlin? It's a Berlin company. Noble Chairs. Noble Chairs, okay. Yeah, talking to the guy over there. I think we're gonna get a couple chairs. I need a TV. Yeah. What's the back? They're picking this one up on Monday. I think I'll just get one up from like MediaMarkt or something. Okay. Fancy. I heard like I was gonna get one of those fancy QLED TVs, and I heard that regular LED is actually better for gaming. Okay, Jared, because CyberDime is on my stream right now, and CyberDime asked, okay, like, "Hey, may I help?" Oh, well, CyberDive has helped us out in the past with our Ukraine stream, yes. With our charity in, yes, Ukraine. Yeah. Green screen could work. Ask CyberDive how much you get 75-inch TVs for. Because I need 75-inch, you know, I need big. Yeah, but CyberDive wrote, maybe a green screen would be helpful. Yeah, a green screen would be very helpful. Oh, yes. Now we talk. Yes, because we need green screen for not so much for our gaming streams, but I also do a gambling stream on the side. You know, not that we want with the fans, but I did just sign a 2-year contract to do gambling online. But Jared, that's your problem, not mine here. Yeah? Yeah. But CyberDive, Cody, why don't you put us in touch and then maybe we can discuss some green screen. Yeah, we do that. And then I will pick you up with my shady van and we will drive in a live stream to CyberDime. Yes. Are they in Berlin? I think so. Yes. Oh, that's awesome. All right. Cool. Real fan. He said living in Hamburg right now. But then I will pick you up, driving to Hamburg and drive you back. All right, so I gotta come to Hamburg. Okay, so I will plan a trip to Hamburg once I get back from Malta, because I want to come over. I want to come over and just streaming with the guy, with the rest of the ultimate Arctic Warrior guys. You know. Yes. Yeah. When you're in Hamburg, let me know. Then we will do a live stream as well. All right. Sounds good. Yeah. Great. And maybe you could bring your DJ set up, and we make a DJ set. You want to? Yes, please. That. Hey, Leute, klar. Do that. Wait a minute. I don't need to. I can just, you know, the dude over. Last time I needed DJ shit when I was in Hamburg. Yes. I just called over from Grosse Freiheit, and he just let me borrow it. Ah, okay. Ja, mega. Let's call my buddy. My buddy's still the manager. Ja, machen wir. Let's do this. You will drive it in my room and bring all your friends. We should do like a Krogi
Evil Jared show in the Kaiser Keller. Yeah. It's been a long time since I played there. We can do that. Yes, and with all the Krogi fans, yeah, we might actually have tickets. Maybe not, but yeah, probably. Maybe not. And did my manager tell you what we just confirmed? No. What is it? Peru 2023. Are we in? Really? Well, I'm in. We're working on you still. Cool, Jared. Cool news. Thank you very much. We still got to sneak you in through the fence, but I think we'll have something. Yeah, cool. Awesome. No, you're definitely in. It's just a question of how much money we need. Okay, I mean, Jared, we are living in the year 23, and I ask you, is money still a thing? Well, I think you need to buy gasoline, and as far as I know, your van runs on that, and that stuff is not free. That is right. Believe me, that stuff is far from free. Okay, good point, good answer. Hey, good to see you, buddy. We're working on your guild right now, and yeah, then I think we're yet another Krogi Evil Jared joint. Yes. Amazing. Jaren, good to hear. Okay, then here. Winke, winke. For the chat. Yeah, I'm all right. All right. Later. Yeah. Motherfucker. Yes, all right. Take care. Hör dich. Ja, tschüssi. All right. Ach, das ist ja herrlich. Guck mal.